Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Michelle und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zur letzten der 12 Wochen bis Weihnachten 2023. Ja, es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten und ich habe heute mein letztes Projekt meiner Weihnachtsserie für euch. Und zwar zeige ich euch nochmal eine einfache Karte. Ich habe mir noch eine leichte Anpassung überlegt und diese Karte ist gleichzeitig auch ein Kartensketch. Ich meine, ihr werdet eure Weihnachtspost vermutlich zum Großteil oder schon komplett fertig haben. Ich möchte euch hier aber nochmal eine Technik zeigen, wie ihr eure Restepapiere verwenden könnt und diesen Sketch dann natürlich für alle Anlässe abwandeln könnt. Wenn ihr wissen wollt, wie ich die Karte gemacht habe, dann bleibt doch einfach dran. Wir starten mit einem Stück Papier mit den Maßen 9,5 x 6,5. Und da trage ich jetzt Kleber auf. Ich habe hier immer noch diese riesige doppelseitige Klebebandrolle. Der Kleber ist aber nicht mehr der Knüller. Ich konnte mich damit nicht so richtig anfreunden. Und ich nutze das tatsächlich nur für solche Sachen. Das klebt auch schon, zieht so Fäden an den Fingern. Also das wäre kein Kleber, den ich nutzen würde, um irgendwas auszustanzen. Aber für sowas reicht es noch. Und irgendwie wäre es auch zu schade, das alles wegschmeißen zu müssen. Ja, ich muss mir das nochmal anschauen. Und damit bedecke ich jetzt das gesamte Stück Papier. Ihr könntet hier auch Teppichklebeband nehmen oder ihr nehmt einfach nachher Flüssigkleber und macht auf eure Papierstreifen Flüssigkleber. Denn diese Karte ist ideal, wenn ihr noch alle möglichen Reststreifen von Projekten übrig habt. Bei mir sind es unter anderem diese Streifen und die stammen von dem Believe in the Magic of Christmas Blog, mit dem ich euch dieses Jahr den Tannenbaum-Adventskalender gezeigt habe. Und ihr seht, hier sind auch noch jede Menge andere Reste drin. Da werde ich mich dann nächstes Jahr drum kümmern und damit Hintergründe gestalten. Das wird dieses Jahr nichts mehr. Aber ich dachte mir, wenigstens die Papierstreifen, da kann ich mir noch mal was überlegen. Und ich ziehe jetzt, das ist hier nämlich die nächste Baustelle, dadurch, dass der Kleber schon so doll an der Folie haftet, kriegt man den auch schlecht von der Folie getrennt. Das heißt, ich fummel das jetzt hier erstmal ab. So, mit einer Prickelnadel geht es dann, aber ja, das ist alles kein schönes Gefühl an der Hand. Und dann nehme ich mir meine Streifen. Ich habe mich jetzt von links oben nach rechts unten als Richtung entschieden. Ihr könnt es natürlich auch anders machen, aber das fand ich jetzt hier ganz schick. Und dann schnappe ich mir den ersten Streifen und klebe den auf. Das ist halt der Vorteil bei dem doppelseitigen Klebeband. Ihr tragt einmal den Kleber auf und könnt dann nacheinander einfach die Streifen aufkleben. Ich habe mich jetzt hier für die Abfolge schwarz-weiß, also weißer Hintergrund, schwarzer Hintergrund, weißer Hintergrund, schwarzer Hintergrund entschieden. Das könnt ihr aber so machen, wie ihr wollt, auch völlig zufällig. Und so gestalte ich mir hier einen Hintergrund. Ich wollte mit euch so parallel auch noch mal ein bisschen über die Weihnachtszeit und den Dezember sprechen. Denn Anfang Dezember habe ich ja noch gesagt, ja, ich möchte unbedingt dieses Jahr bei Defamaramba mitmachen und auf Instagram euch jeden Tag ein Projekt zeigen. Das habe ich genau die erste Woche geschafft. Und seitdem habe ich nicht ein Projekt nochmal zu den Themen vom Defamaramba gebastelt. Der Defamaramba, für die, die es unter euch nicht kennen, ist eine Aktion von Luise Heinzel und 49 Dragonflies, eigentlich im Zusammenhang mit Junk Journaling. Ich habe die
Themen aber genutzt, um auch Karten zu gestalten, zum Beispiel. Ja, und ich sag mal so, dann kam das Leben wieder. Einige von euch wissen ja, dass ich kurz davor war oder gerade meine Masterarbeit abgegeben habe und ich vor Weihnachten noch die Verteidigung machen wollte. Und wenn ihr das hier seht, dann ist die Verteidigung 2 Tage her, für mich ein Tag. Und ist alles super gelaufen, aber es war halt nochmal richtig viel Arbeit. Man unterschätzt, oder ich habe das dann doch mal wieder unterschätzt, wie viel Zeit ich nochmal investieren muss. Es hat sich gelohnt, aber dadurch ist halt alles andere hinten runtergefallen. Aber jetzt ist es geschafft. Ich habe nur noch einen Kurs, den ich belegen muss, jetzt im neuen Jahr, und dann bin ich zeitnah komplett fertig. Yay, das war sozusagen mein Weihnachtsgeschenk an mich, dass ich mir da nicht über Weihnachten und Silvester Gedanken machen muss. Ja, und dadurch ist einfach nahezu alles hinten runtergefallen. Ich war froh, dass ich meine 2 Videos in der Woche noch geschafft habe. Aber ja, ich bin halt deutlich weniger zum Basteln gekommen. Ich wollte so viele Materialien noch ausprobieren und aufbrauchen. Es hat halt nicht geklappt. Ist jetzt so. Hier habe ich noch was, was ich nicht benutzt habe. Deswegen bleibt wieder einiges an Material übrig fürs nächste Jahr. Aber das kennen wir ja schon. Aber ich bin super happy. Ich kann jetzt entspannt in die Weihnachtszeit oder Weihnachten und Neujahr einsteigen. Und deshalb wird es auch am Sonntag, wenn eigentlich ein Upload-Termin wäre, also an Weihnachten, wird es kein Video geben, weil ich erstmal eine Woche Urlaub mache. Keine Videos, vermutlich kein Social Media, sondern ich mache Urlaub, den ich mir inzwischen sehr verdient habe. Nur damit ihr Bescheid wisst, Sonntag wird es kein Video geben. Ich hoffe, ihr könnt euch einen schönen Heiligabend und auch 2 schöne Feiertage machen. Ich weiß, einige von euch müssen arbeiten, weil ihr einen Beruf gewählt habt, bei dem ihr Menschen helft, was sehr, sehr vorbildlich ist. Ich hoffe aber, ihr könnt, das muss ich gleich nochmal ankleben. Ich hoffe, ihr könnt die Zeit trotzdem genießen. Ich schnippe hier jetzt schon mal die Reste einmal drumherum ab. Und was ich festgestellt habe, dadurch, dass das Tape, was ich hier verwende, muss ich nochmal nachschneiden, nicht das Beste ist, muss ich hier oben in der Ecke nochmal mit ein bisschen Flüssigkleber nachhelfen, um den letzten Streifen festkleben zu können. Kurz andrücken. Und dann ist das Papier schon beklebt. Also das geht fix. Das geht super einfach. Ich packe die restlichen Streifen schon mal wieder weg. Die brauchen wir nicht mehr. Und dann machen wir weiter mit dem Etikett. Ich habe mir ein Stanzenset genommen, was ich mir dieses Jahr gekauft habe oder was ich mir letztes Jahr, Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres, geholt habe. Und das sind die Vintage Labels. Die machen erstmal einen eher unscheinbaren Eindruck, aber ihr könnt hier mit einer weiße Farbe auftragen. Einmal habe ich das schon gemacht. Ihr braucht dafür aber wasserfeste Farbe. Und da ich da noch nicht so eine Kollektion habe, das würde ich nächstes Jahr gerne ändern, habe ich das bisher noch nicht so doll benutzt. Mit denen ihr dann, das seht ihr hier durch Rot, Blau und Grün, Farbe mit einprägen könnt.
Ihr könnt die Etiketten aber auch natürlich so verwenden. Wenn ich die online finde, verlinke ich euch die nochmal. Und ich habe mir zum einen Motivpapier genommen. Das ist das besondere Designerpapier Festlicher Glanz von Stampin' Up aus dem Herbst-Winter-Katalog. Letztes Jahr habe ich mir im Abverkauf geholt. Da war es relativ günstig. Da geht jedes andere Papier auch. Und ich habe mir das Etikett einmal aus weißem Cardstock ausgestanzt. Und auf das Etikett in Weiß kommt jetzt mein Spruch. Ich stempel hier mit Wasserfein Clair, wie fast immer, wenn es geht, weil es mein Lieblingsstempelkissen ist. Und dann kommt hier einmal Klingglöckchen klingen drauf. Da geht auch alles andere. Das Stempelset habe ich dieses Jahr sehr viel verwendet. So klingt Weihnachten. Irgendwie haben die Sprüche in der Größe immer am besten auf meine Karten gepasst. So ist es manchmal. Und wenn ihr genauer hinschaut, seht ihr, dass ihr ja hier die Prägungen habt, die ihr sonst einfärben würdet. Und ich schneide jetzt, hier unten kann man es am besten sehen, hier einmal entlang, sodass ich quasi den Rahmen drumherum einmal wegschneide. Das ist bei den Lichtverhältnissen nicht ganz so einfach. Aber ich versuche es mal so genau wie möglich. Ich habe erst noch experimentiert mit Kordel, die ich dahinter lege, hinter das Etikett. Das hat mir alles nicht gefallen. Und dann kam ich auf die Idee, naja, ich kann ja hier außen drumherum auch einfach was wegschneiden. Und schon könnt ihr euch mit einer Stanze einen Hintergrund und euer Spruchfeld gestalten. Man muss sich nur zu helfen wissen in solchen Situationen. Da kommen jetzt 1 mm Foampads drauf. Genauso wie auf die Rückseite des gesamten Etiketts. Und dann klebe ich mir den Spruch schon mal auf. Das sieht dann so aus. Und bei meiner Ausgangskarte habe ich den Hintergrund ganz normal gelassen und einfach schwarze Punkte und Glitzerpunkte drauf gemacht. Und dann dachte ich mir, ja, das kann man machen, aber vielleicht für diejenigen unter euch, die auch noch Embossing-Folder zu Hause haben und die viel zu wenig nutzen, kann man auch den weißen Aufleger, der ist jetzt 9,5 x 13,5, auch prägen. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren, wie das aussieht. Ich habe mich da für so eine Textur, so ein Textur-Embossing-Folder entschieden. Das ist ein alter Embossing-Folder von Stampin' Up, aber sowas gibt es auch von allen möglichen Firmen. Die kommen sogar noch aus der Zeit, als die mit Sizzix noch zusammengearbeitet haben. Und das kurbel ich jetzt hier einmal durch. Ich habe jetzt extra nicht ein besonders festes Sandwich genommen, also nur die Basisplatte, Acrylplatte und die 3D-Prägeform, weil ich das auch nicht zu doll ausgeprägt haben wollte. Und es ist für die Kamera meistens ein bisschen schwierig, aber ihr seht zu gewissen Teilen auf jeden Fall leicht die Struktur. Dann kann die Stanzmaschine schon wieder weg. Und wir können die Karte zusammensetzen. Ich gucke mal, welche Seite mir besser gefällt. Ich glaube, ich werde die nehmen. Auf die Rückseite kommen auch 1 mm Foampads. Und das klebe ich dann auf ein Stück Motivpapier. Ich habe mich dafür entschieden, dasselbe Papier zu nehmen, dasselbe Motiv wie auch bei dem Etikett, sodass man das einfach nochmal aufgreift. Denn das Schwarz habe ich aufgegriffen auf dem Etikett und in dem Papier, das Weiß in den Papieren und dann eben diesen Grünton nochmal in dem Etikett und in dem Hintergrundpapier.
Auf das Hintergrundpapier kommen auch nochmal 1 mm Formpads. Und die Konstruktion klebe ich dann auf meine Grundkarte. Ein kleiner Hinweis, vielleicht klebt ihr euer Papier mit den Streifen auf, bevor ihr alles auf die Karte klebt. Dann könnt ihr notfalls, wenn hier irgendwo was nicht ganz mit den Abschlüssen passt, nochmal nachschneiden. Das habe ich jetzt hier vergessen zu erwähnen. Aber bei mir passt das, deswegen geht das. Das kommt jetzt hier in den unteren Bereich. Und weil ich diese Abschlusskante nicht ganz so schön fand, habe ich mir von dem Papierstreifen, da waren bei irgendeinem Motiv diese Goldstreifen dazwischen. Ich habe mir gedacht, es wäre ja total blöd, die wegzuschmeißen. Das hätte ich. Klebt das erst auf, wenn euer Aufleger soweit fertig ist, weil ich muss jetzt hier. Das war nicht ganz so schlau. Erstmal einen geraden Schnitt hinkriegen. Und dann könnt ihr das nämlich hier an der Kante drüber legen und noch vernünftig abschneiden. Das wird für mich jetzt ein bisschen schwierig, aber wir gucken mal. Irgendwie geht das schon. Aber ihr klebt den auf den Aufleger mit dem Motivpapier bitte erst auf, wenn ihr auch das Motivpapier und diesen Abschlussstreifen aufgeklebt habt. Weil dann passiert euch das nicht wie mir hier, dass der jetzt ein Ticken zu kurz ist. Müssen wir jetzt mitleben. So, aber ich finde das eine schönere Abschlusskante, als wenn ihr nur das Motivpapier sehen würdet. Ich werde jetzt dadurch, dass die Struktur wirklich sehr schwach ist, trotzdem noch ein paar schwarze Sprenkel in den Hintergrund machen. Und ein bisschen Glitzer darf es auch sein. Ich habe mich, wie fast immer, von den Sparkle Brush Markern vom Action für den mit der rosa Kappe entschieden, weil ich jetzt nicht noch so riesen Goldspritzer haben wollte, sondern der hier ist zart, gibt euch so einen, ja, einen schönen leichten Glitzerhintergrund, ohne dass es so viel Farbe mit drin ist. Dann setze ich noch mein Etikett auf. Ja, so ein Stückchen tiefer. Und dann ist die Karte fertig. Wie gesagt, vermutlich werdet ihr in der Kamera nicht so einen Riesenunterschied sehen. Ich versuche das euch trotzdem zu zeigen. Ja, ein ganz kleines bisschen sieht man es. Das ist mein letztes Weihnachtsprojekt für dieses Jahr. Yay! Es reicht auch mit Weihnachtsprojekten jetzt. Ich freue mich, dass ich wieder frühlingshaft und Geburtstagskarten und so wieder ab Januar mit euch basteln kann. Ja, ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Ich hoffe, euch hat die Serie auch dieses Jahr wieder gefallen. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, ein paar ruhige Tage, hoffe ich, und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich weiß noch nicht, ob am 31. ein Video kommt. Das hängt von so ein paar Sachen ab. Am 24. kommt auf jeden Fall keins. Genau, denn ich mache Urlaub. Und wir sehen uns dann hoffentlich spätestens im neuen Jahr wieder. Bis dahin. Tschüss.